Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Markus Lanz mit Steffen Grotré zu Gast, einem AfD-Bundestagsabgeordneten, wie er versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen, wie Steffen Grotré, was er dagegen machen konnte, aus meiner Sicht, was ihm gut gelungen ist und was er aus meiner Sicht hätte noch anders machen können. Vorab sei gesagt, es ist natürlich immer leicht, im Nachhinein Verbesserungsvorschläge zu machen. Es ist natürlich was ganz anderes in der Sendung zu setzen. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte. Danach ein paar Worte dazu. Interessanter Satz. Die Kriegsgefahr steigt nicht, weil Putin meint, bei uns einfallen zu wollen, sondern weil wir hier in Deutschland mit den Säbeln rasseln. Solche Sätze verfangen. Die AfD steht bald bei 20%, bei ihm in Brandenburg bei knapp 25%. Und die Frage ist, warum verfangen sie? Fragen an Steffen Grotré. Herzlich willkommen. Ja, und dazwischen Sie, eine der Top-Journalistinnen des Landes. Solche Ereignisse, die häufen sich einfach und zum Teil intensivieren sie sich auch. Und das ist eben eine eindeutige Folge, wie eben die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt auch gezeigt haben, dass eine Folge menschlicher Aktivitäten, insbesondere des Ausstoßes von sogenannten Treibhausgasen, allen voran Kohlendioxid, CO2. Und das führt einfach zu einer globalen Erwärmung. Das wissen wir übrigens nicht erst seit ein paar Jahrzehnten. Das wissen wir seit weit über 100 Jahren. Das ist Stand der Wissenschaft. Genau, das ist Stand der Wissenschaft. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es Meldungen aus Pakistan, von Orten, Gegenden, in denen es nachts nicht mehr unter 40 Grad abkühlt. Was bedeutet, dass du als Mensch dann irgendwann schlicht und ergreifend nicht mehr in der Lage bist, den Körper so zu kühlen, dass du existieren kannst? Darüber reden wir. Genau, wenn die Temperaturen also nachts deutlich über 30 Grad liegen, ja, dann fällt also die gesamte Erholung, die wir brauchen, wir schlafen ja, weil wir uns erholen wollen, ja, dann fällt diese gesamte Erholung praktisch weg, fällt aus. Letzte Eiszeit ist ungefähr 10.000 Jahre her. 20.000, ja. 20.000 Jahre her, oder? Die große. Also der Höhepunkt der letzten großen Eiszeit war vor 20.000. War vor ungefähr 20.000 Jahren. Genau, und endet dann vor ungefähr 10.000 Jahren. So, das meinte ich. Und der Temperaturunterschied von da, also innerhalb von 10.000 Jahren, hat ungefähr 4 Grad global betragen. In 10.000 Jahren. In 10.000 Jahren. Ist es um 4 Grad wärmer geworden. Genau. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, wir haben ja jetzt schon ein Grad realisiert, ein gutes Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, aber wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, würden wir wahrscheinlich auch ungefähr bei 4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts landen, dann hätten wir 4 Grad ungefähr in 100 Jahren. Das heißt also, die Geschwindigkeit, über die wir jetzt reden, ist ein Faktor 100 größer als die Geschwindigkeit in der Erdgeschichte. Das ist krass. Also 4 Grad in 10.000 Jahren Erdgeschichte? Ja. Und jetzt nochmal 4 Grad in 100 Jahren? In 100 Jahren, wenn seit wir, Beginn der industriellen genau, Revolution, seit, ja, da beginnt das. So ist es. Und wenn wir nichts tun, das ist ja immer vorausgesetzt. Genau, also das wäre sozusagen, wenn wir es einfach laufen wenn lassen. Wenn wir es einfach laufen lassen, ja. So ist es. Das ist die Temperatur. Mhm. Wenn wir jetzt den CO2-Gehalt der Luft nehmen, der ist heute schon so hoch, wie er noch nie gewesen ist, während der letzten 3 Millionen Jahren. Und alleine deswegen müssen schon die Alarmglocken schrillen. Mhm. Das Blöde ist nur für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir es nicht sehen. Ja, der Himmel färbt sich nicht hässlich bräunlich ein. Wenn er das täte, hätten wir schon längst gehandelt. Ja, das Beste, was man hier jetzt sagen kann, wenn es um die Wissenschaft geht und ob es nun wirklich die ganze Wissenschaft ist oder nicht, ist die Tatsache, dass zwei Klimaforscher, von denen einer mein Doktorvater gewesen ist, 2021 den Physiknobelpreis bekommen. Klaus Hasselmann. Klaus Hasselmann, genau. Hamburger, ne? Hamburger, ja, in Hamburg geboren. Ja. In der Laudatio steht, also für die Erkennung des menschlichen Einflusses auf das Klima und für die realistische Vorhersage der Klimaentwicklung. Das haben die ja in den 1990er Jahren gemacht, ne? Das heißt also schon vor Jahrzehnten, ne? Haben dann auch vorhergesagt, okay, wie würde sich unser Klima entwickeln? Ja? Mhm. Und deswegen muss man schon sagen, ich meine, mehr Adelung kann man einfach nicht bekommen als den Physik-Nobelpreis. Und wenn man jetzt bestreitet, dass das Physik, dass das Nobelpreiskomitee irgendwie aus Blödmännern besteht oder eine verengte Sicht auf die Dinge hat, dann hat man sich am Ende von der Wissenschaft abgekoppelt.
Herr Cottret sagte gerade, jetzt haben wir schon wieder eine Verengung genau, und der Diskussion. Erklären Sie einmal, warum, Herr Cottret. In den letzten Worten wird ja so eine Art Diskreditierung derjenigen betrieben, die also dort eine andere Meinung haben. Und die gibt es in der Tat. Und diesen Konsens in der Wissenschaft, den gibt es ja nicht. Ich glaube, Frau Ammann, auch der Spiegel muss ja zugeben, also diese 97% des Konsenses aller Wissenschaftler, den gibt es ja nicht. Da muss ja zurückgerudert werden. Haben wir auch schon oft geschrieben. Selbst im Spiegel haben wir gelesen, dass das nicht so ist. Wir haben verschiedenste Ebenen. Bleiben Sie einmal abarbeiten, Herr Cottret. Ich will Ihnen gerne folgen. Diesen Konsens gibt es nicht. Genau. Wer sind die Leute, namhafte Wissenschaftler, auf die Sie sich berufen? Einzigartig, und das schreibt auch der Weltklimarat, es ist einzigartig. Ja, Moment, es ist auch einzigartig für die letzten 2000 Jahre. Das ist Fakt. Andere. Es gibt und das aber ist wissenschaftlicher viele, Konsens. Nicht sagen. Das sind aber Meinungen. Das sind auch, keine wissenschaftlichen Arbeiten. Das Problem Arbeiten. Ist auch, dass viele sich gar nicht mehr trauen, sich dazu zu äußern, weil das sie dann keine Forschungsgelder wir mehr bekommen. Wir haben doch eine völlig freie Forschungslandschaft. Überhaupt weg vom Fenster. Leider nicht. Also wenn ich das Fernsehen anmache, dann habe ich immer das Gefühl, also morgen fällt uns der Himmel auf den Kopf und es ist ganz schlimm und wir müssen sofort auf den nächsten Planeten. Ich behaupte es nicht und meine Kolleginnen und Kollegen leider wird so die Stimmung gemacht. Herr Cottret, noch mal ganz kurz. Ich will es mal ganz ruhig versuchen. Kann ich, und dann kommen wir gleich zu Frau Ammann. Bitte. Wer sind die Wissenschaftler, auf die Sie sich berufen? Wir müssen mal das Gesamtbild betrachten, Herr Lanz. Und in diesem Gesamtbild, da gibt es Einzelmeinungen, da gibt es durchaus auch viele, die dort folgen. Meinung ist keine, also jetzt CO2, Meinung und Fakten sind zwei verschiedene Dinge. Dass wir CO2 unbedingt einsparen wollen. Aber schon bei der Menge, wie wirkt CO2, da haben wir keine Antwort. Also wird zwar immer gesagt, ja, CO2 ist ein Treibhausgas, das ist ja richtig. Und sicherlich wird CO2 auch einen Beitrag dazu leisten, dass das Klima sich verändert. Aber schon in der Erklärung, wie hoch denn die Wirkung von CO2 ist, da gibt es keine Antwort. Das stimmt und nicht. Was eben falsch. Ausgeschlossen nee, nee, nee. Wird in Herr der Diskussion... Pass auf, ich will nur eine Sache kurz klarstellen. Keine sorry, Sie stellen hier einfach nur falsche Behauptungen auf. Und diskutieren. Von all die Beantworten gibt es nicht. Natürlich gibt es die Antworten. Die Frage des menschlichen Anteils auf das Klima, deswegen hat ja Klaus Hasselmann den Nobelpreis Sie bekommen, ist ja längst beantwortet worden. Gehen wir doch mal zu den Instrumenten, womit das angeblich festgestellt wird, dass wir jetzt unbedingt unsere Wirtschaft platt machen, um CO2 einzusparen. Das sind die Klimamodelle. Aber die Klimaforschung steckt in den Kinderschuhen. Nee. Wir können ja noch nicht mal das vergangene Klima mit den Daten, die wir haben, natürlich erklären. Können Sie das. Und, das sind alles Fake-Behauptungen hier. Und, Sie reden, Herr Cottret, warum sagen Sie das? Darf ich Sie mal was fragen? Woher kommt das? Kommt das? Ich habe mich mit Ihnen beschäftigt, ganz kurz. Meinen Gedanken, den habe ich noch nicht so ganz okay, zu Ende geführt. Dann sagen Sie ihn gerne ganz, zu Ende. Ganz kurz nochmal, University of Alabama hat festgestellt, wir haben seit Jahrzehnten eine Erwärmung, aber die ist viel geringer, als diese Klimamodelle vorhergesagt haben. Schon längst widerlegt. Das ist eben, oder die CO2-Sensibilität. Wie widerlegt? Ganz kurz, bitte. Wir nehmen uns die Zeit. Genau, diese Diskussion gab es, aber die haben sich Satellitendaten angeguckt. Ja, und Satelliten können ja nicht genau an der Erdoberfläche messen, sondern die messen immer ein Mittel über die ganze... messen ein Mittel über einen gewissen Teil der Atmosphäre. Ja? Und das ist ja klar, dass sich das an der Oberfläche stärker erwärmt als in, sagen wir mal, mittleren Atmosphärenschichten. Mhm. Ja? Und dann, wenn man so einen Mittelwert bildet, dann hat man natürlich eine geringe Erwärmung. Ja. Und das hat man schon längst entkräftet. Das ist ein Argument aus der Mottenkiste. Sie müssen sich nur angucken, die Simulation von vor 30 Jahren mit dem, was passiert ist. Und das passt wie die Faust. Das sagen Sie so. Es passt wie die Faust aufs Auge. Nochmal, deswegen wurde ja der Physik-Nobelpreis an Hasselmann und Manabi verliehen, weil genau es passt. Und das Problem ist, dass wir aber eine schiefe Ebene haben. Wir haben den einen, der wirklich sich damit auskennt, der sein ganzes Leben der Forschung zu diesem Thema verschrieben hat. Und wir haben einen, der das Thema populistisch ausschlachtet. Und die werden aber letzten Endes aus dieser Diskussion rausgehen, als halt zwei Leute mit unterschiedlichen Meinungen. Dann nehmen wir demnächst Herrn Lüning mit in die Sendung. Das ist genau die Diskursverschiebung, die in den Jahren seit der Gründung der AfD gelungen ist, die es auf vielen politischen Ebenen gibt, die es beim Thema Russland-Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt, die auch während der Flüchtlingskrise existierte, die bei aller und die eben auch ein konzertierter Versuch ist, Institutionen zu delegitimieren, Fachkompetenz zu delegitimieren und der auch am Endeffekt verhindert, dass eine gebildete, aufgeklärte Gesellschaft sich ein Bild machen kann. Weil also diese Diskussion, die zielt darauf ab, also so oppositionelle
Meinungen rauszuhalten. Denn ja, was spricht wie meinen dagegen, Sie dass man diskutiert? Die AfD verschiebt nicht die Diskussion, sondern die veröffentlichte Meinung und auch die Bundesregierung will einen Diskurs verhindern. Auf vielen, vielen Ebenen. Schauen Sie mal die Meinungsfreiheit. Schauen Sie mal bitte drauf. 2/3 der Deutschen wollen sich öffentlich nicht mehr äußern zu den Themen Migration, Islamisierung, Gender, Homosexualität. Wir reden gerade über Klima. Das heißt, die Meinungsfreiheit ist eingeengt und ist in Gefahr. Es geht ja nicht um die Frage, ob Sie etwas sagen dürfen. Es geht um die Frage, ob Ihr Wortbeitrag als... Es geht nicht um die Frage, ob Sie etwas sagen dürfen oder nicht, sondern es geht um die Frage, ob Ihr Wortbeitrag als Expertenbeitrag wahrgenommen wird. Oder ob Ihr Wortbeitrag und Ihre Meinung... Darf ich jetzt nicht mehr reden? Nein, ich erkläre Ihnen nur, wie ich es gemeint habe. Es geht darum, ob Ihr Wortbeitrag vom Inhalt her... Und von der Sachaussage her, dass zum Thema Klima, ob der dasselbe Gewicht und dieselbe, Sie doch nicht erklären. Ob er dasselbe Gewicht und dieselbe Bedeutung hat, wie die Aussage von jemandem, der sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat. Das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass Sie nicht sagen dürfen, wie die Dinge sind, wie Sie die Dinge sehen, wie Sie persönlich die, welche Meinung Sie haben. Aber es bleibt eben eine Meinung. Und was Herr Latif hat, ist keine Meinung, sondern was Herr Latif hat, ist Fachkompetenz. Ja. Mehr als alle hier im Raum. Und Sie sagen, Sie stellen sozusagen diese Fachkompetenz in Frage. Ganz kurz, Herr Güter, bitte. Lass uns alle Argumente austauschen, bitte. Also nochmal zu Ende. Mein Punkt ist, und den habe ich, glaube ich, gemacht, dass hier zwei Menschen zu einem Thema diskutieren, die beide ihre Meinung sagen können. Nur der Unterschied ist, dass die Meinung des einen mit Fachkompetenz unterfüttert ist und die Meinung des anderen ist mit Populismus unterfüttert. Ich bin hier als Politiker und Politiker müssen sich damit auseinandersetzen. Und Herr Latif ist eben der Wissenschaftler. Und es gibt aber auch neben ihm andere. Und die haben eben eine andere Meinung. Die konnten Sie ja jetzt eben nicht verstehen. Herr Kotré, Sie sagen das jetzt zum wiederholten Mal, Herr Kotré. Wen meinen Sie? Sagen Sie einmal konkret, gesagt, welchen Wissenschaftler? Das Problem ist, dass sagen Sie, das gesamte Bild nehmen. Und wenn ich Herrn Latif noch mal ganz kurz befragen kann. Ich würde jetzt irgendeinen Namen nennen von irgendjemandem, der Mann, den Sie vorhin genannt haben. Das ist Ihre Masche. Der Physik-Nobelpreisträger. Entschuldigung, ganz kurz, Zeilinger, Herr Kotré, bitte. Und ich weiß nicht, ob wir also die fremden Planeten jetzt und deren Konstellation erklären können. Die Erde ist ein so komplexes System, ich glaube, das haben auch Sie gesagt, dass wir dort keine Aussage treffen können mit einer solchen Wucht, dass wir in Deutschland unsere Energieversorgung zerstören, dass wir aus zwei Energieformen gleichzeitig aussteigen, dass das World Street Journal sagt, wir machen die dümmste Energiepolitik der Welt und dass die Leute gezwungen werden, jetzt irgendwie die Heizungen zu ändern oder beziehungsweise dürfen keine anderen Heizungen einbauen, werden gezwungen, ihr Häuschen zu sanieren. Und das ist eine Politik, die führt in die Katastrophe. Wir doch mal über die Verhältnismäßigkeit fehlt auch. Und vielleicht dann, ich frage mal den Politiker, mal Herrn Kotré, Sie haben jetzt Sie einen Zusammenhang doch aus Brandenburg festgestellt mit der CO2-Konzentration und dann diesen 15 Grad Durchschnittstemperatur oder so. Wie ist das unterlegt? Das ist ja eben so die spannende Frage. Ich sehe da niemanden, der das auch erklären kann. Sie kommen doch aus Brandenburg. Es gab letztes Jahr in Brandenburg 400 Waldbrände. Es wurde ein Millionenschaden angerichtet. Also Brandenburg ist quasi, wahrscheinlich wird auch diesen Sommer wieder eine Dust Bowl sein. Also Brandenburg brennt und es ist nicht schlimm. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, die also darlegen kann, dass wir wirklich mit einer Häufung von Extremwettern zu tun haben. Aber was ist denn Ihre Antwort auf dieses Problem? Das kann man doch so nicht stehen lassen. So, und ist doch Quatsch. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt. Herr Kotré, bitte, ganz kurz, stopp mal. Sonst wird das hier so monologisch. Stopp, nein, bitte. Jetzt kommen wir aber gerade zu dem Punkt. Es gibt doch die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Das kann man doch so nicht machen. Unsere Daten beginnen, oder die Daten des Deutschen Wetterdienstes bei uns in Deutschland, die beginnen 1881. Anhand dieser Daten kann man ganz eindeutig ablesen, dass Wetterextreme zunehmen. Zum Beispiel die Hitzetage. Ja, die haben bei uns in Deutschland massiv zugenommen. Und Hitzetage sind Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 Grad erreicht oder darüber steigt. Nun sind wir gerade in Hamburg. Ein Satz. Nun sind wir gerade in Hamburg. Ja, wir hatten letztes Jahr das allererste Mal seit Beginn der Messung Temperaturen über 40 Grad. Hat es noch nie gegeben. Ja? Und Sie stellen sich jetzt hin und sagen, das ist alles Zufall. Ja? Ich kann Ihnen x andere Beispiele nennen. Ich kann Ihnen statistisch signifikante Trends nennen anhand der Messungen, die wir haben, die zeigen, dass Extremwetter zugenommen haben. Und jetzt setzen Sie sich hier hin und sagen, es stimmt nicht. Auf welcher Datenbasis machen Sie diese Aussagen? Worauf berufen Sie sich? Ich
kenne Sie können die Frage gerne auch stellen. Ich habe es schon mehrfach ich jetzt kenne versucht. Keine Datenbasis, Herr Kotrin, versuchen Sie es doch mal zu beantworten. Grund oder auf der Basis derer man tatsächlich sagen kann, die Wetterextreme haben nicht zugenommen. Wenn jemand als Klimaleugner bezeichnet, dann will ich ihn nicht ausreden lassen, dann will ich ihn stigmatisieren. Okay. Und das ist das Problem bei uns überhaupt in vielen Bereichen. Wir diskutieren einfach viel zu wenig. Also nicht mal Herr Kotrin, wir kommen vielleicht nachher noch mal zum Thema. Die Kollegen aus der Regie haben gerade noch mal den gesamten Eike ist ein Begriff, ja. Die sind wichtig für Sie, ne? Was ist das? Das ist zumindest eine Seite, von der man mal Impulse bekommen kann, wie natürlich auch von Ihnen, Herr Latif, und dann kann man sich die Meinung bilden, ja. Das ist das Europäische Institut für Klima und Energie. Das hat jetzt aber, denke ich mal, nichts mit dieser Diskussion zu tun. Doch. Naja. Doch, eine Menge. Wir verengen hier doch wieder. Also, wir suchen Daten und Fakten. Mal ganz kurz, also Leute wie Sie und auch, es hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun, Herr Kotrin. Ich habe überhaupt nichts gegen Sie, aber ich habe was dagegen, dass man so die Dinge so verdreht. Und ich habe was gegen diese... Das geht so nicht. Sie berufen sich auch auf Menschen wie diese von diesem Europäischen Institut für Klima und Energie. Ich sage Ihnen mal ganz kurz die Fakten dazu. Der Vereinsgründer und Präsident ist Holger Tuss. Wissen Sie, wer das ist? Herr Lanz. Wer ist das? Wissen Sie das? Das ist nicht unser Thema. Nee, doch. Sie greifen sich jetzt hier irgendjemanden raus. Und wer ist dieser Mann? Wir sollten lieber über Daten sprechen. Eben, wie kommt dieser Zusammenhang? Ich versuche gerade über Daten zu sprechen. 0,04% CO2 und wer ist Holger Tuss? 15 Grad, die davon abhängen. Oder wie die Klimaforschung also kaum auch die Erde erklären kann und dann aber sagen will, wie die Planeten sich entwickeln. Aber Sie nutzen doch Eike, um Ihre Argumentation zu unterfüttern auf Ihrer Website. Das Europäische Institut für Klima und Energie. Deswegen nochmal die Frage, Holger Tuss, der Gründer dieses Klimavereins, Sie sind der Energieexperte der AfD. Mhm. Ist doch richtig. Richtig. Der energiepolitische Sprecher der AfD. Mhm. Sie berufen sich auf Ihrer Website, in Ihrer Argumentation, ganz häufig auf genau dieses Institut. Auf die Fakten, die dort vermitteln werden. Ja. Deswegen nochmal die Frage, der Gründer dieses Instituts ist Holger Tuss. Wer ist Holger Tuss? Kennen Sie den? Das ist völlig irrelevant für Fakten. Wenn Fakten im Raum stehen, dann wissen kann Sie, ich wer nicht das ist? Deshalb kennen Sie ignorieren, den? Weil mir die Nase desjenigen nicht gefällt, der das Es geht nicht um sagt. Die Nase, Sie kennen ihn gar nicht. Also, Holger Tuss ist ein ehemaliger CDU-Kommunalpolitiker aus Jena. Der Pressesprecher ist Horst-Joachim Lüdecke, kennen Sie den? Hat erstmal überhaupt nichts mit den Fakten zu tun, Herr Lanz. Und wir sprechen kennen Sie Herrn Lüdecke? Wir sprechen über die Dinge, die im Raume stehen, nämlich, dass wir einen Klimaalarmismus haben. Wir versuchen gerade mal zu dekodieren, wie Sie argumentieren. Und das ist ganz interessant. Wir müssen zum Beispiel über den Horst-Joachim Lüdecke reden. Ist der Pressesprecher. Und wer alles dort im Prinzip Meinungsmacher ist. Okay, ganz kurz. Der Pressesprecher dieses Instituts, auf das Sie sich so häufig berufen, ist Horst-Joachim Lüdecke. Er ist ein pensionierter Professor für Strömungsmechanik. Der sagt, wir brauchen keine Klimaforschung, weil es gibt gar keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass CO2 die Erde aufheizt. Das sind die Leute, auf die Sie sich berufen. Jetzt mal eine Gegenfrage. Das ist eine Position. Warum zitieren Sie dann oder warum haben Sie was gegen den Herrn? Warum setzt man sich dann nicht mit seiner Aussage auseinander? Ja, das mache ich doch gerade. Wir brauchen keine Klimaforscher, sagt er. Der Mann vom Institut für Klima und Energie. Das heißt, er stellt sich selber eigentlich in Frage und sagt, meine eigentlich sind wir überflüssig. Natürlich brauchen wir Klimaforscher. Doch. Aber ich mache mich da nicht Sie gemein. Arbeiten häufig mit... Frau ja, Ammann, helfen Sie mir bitte. Es geht darum, dass Sie einen Großteil Ihrer Position damit legitimieren, dass Sie sagen, es gibt da das Institut Eike und die sagen das auch. Und Sie berufen sich, schauen Sie hier, wie auch das Institut Eike gesagt hat, hier und da. Sie versuchen jetzt... Und wir haben, oder beziehungsweise Herr Lanz hat gerade versucht, Ihnen klarzumachen, dass das Institut, auf das Sie sich berufen, keinerlei fachliche Expertise hat. Das ist doch der Punkt. Wir kommen von eigentlich dem roten Faden weg. Wir kommen wirklich von diesem roten Faden weg. Sie wollen vom roten Faden weg, was bedeutet es, wenn ich diese Hysterie schüre, dann sehen wir, dass also die Grünen daraus Honig saugen, Politik machen und wir morgen eine Deindustrialisierung haben, zum Teil haben wir sie jetzt schon, aber morgen eine Deindustrialisierung haben, die sich gewaschen hat. Herr Kotrin, und damit ist keinem geholfen. An der Aussage stimme ich völlig zu. Also die Frage nach den politischen Konsequenzen ist eine völlig andere. Und die würde ich ehrlich gesagt Ihnen auch mal gerne stellen. Wenn Sie sagen,
Ich bin energiepolitischer Sprecher der AfD. Sie sind in Ostdeutschland ja kurz davor, echt relevante Zahlen einzufahren. Sie sind bundesweit irgendwo zwischen, Frau Amann, helfen Sie mir, zwischen 15 bis 17 Prozent. Im Moment 17%, ja. So, das ist ziemlich relevant. Das heißt, es könnte der Tag auf Sie zukommen, an dem Sie nicht mehr einfach drei populistische Positionen so mal in die Runde werfen, ja, und Quantenphysiker zitieren, die was ganz anderes gesagt haben, als das, was Sie hier gerade machen. Doch, ist so. Sondern es könnte der Tag auf Sie zukommen, an dem Sie ernsthaft, seriös politisch arbeiten müssen und Entscheidungen treffen müssen. Also Herr Lanz, keine Angst, machen wir jetzt schon. Überhaupt kein Problem. Okay, der Eindruck drängt sich mir heute Abend noch nicht auf, aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Wie machen wir es dann? Was passiert dann? Und ich kann Ihnen nur sagen, das, was wir in den 70er, in den 80er Jahren gerechnet haben, ist tatsächlich genauso eingetreten. Natürlich wussten wir damals auch nicht, wie sich das CO2 entwickeln würde. Mhm. Aber wir haben angenommen, in verschiedenen Rechnungen, es wird sich so oder so entwickeln. Und wenn wir das nehmen, wie sich tatsächlich der CO2-Gehalt entwickelt hat, dann stimmen die Berechnungen für das Klima eben genau mit dem überein, wie es heute eingetreten ist. Das heißt also, man darf nicht die Unsicherheit der Modelle verwechseln mit der sogenannten Szenarienunsicherheit. Kein Mensch weiß ja, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich eine riesen Bandbreite. Aber diese Bandbreite hat doch nichts mit den Klimamodellen zu tun, sondern mit der Frage, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden. Das ist schön geredet. Kernenergie ist in der Herstellung bei 3 bis 5 Cent. Das heißt, wenn ich kurz fragen darf, Sie würden neue Kernkraftwerke bauen? Ja, na, selbstverständlich. Und wie lange würde das dauern und wie viel würde das kosten? Diesen Irrweg, wie viele Jahre dauert es, ein AKW zu bauen? Den würden wir sofort beenden. Wie viele Jahre dauert es, ein AKW zu bauen? Um endlich wieder preiswerte Energie zu bekommen. Und wie viel kostet das? Denn das ist ja eine Idiotie, die hier läuft. Wir haben keine preiswerte Energie. Sie wird verteuert und damit helfen wir auch nicht weltweit. Das heißt, Sie bauen neue Kernkraftwerke, das habe ich jetzt verstanden. Ja, aber was schätzen Sie, wie lange das dauert und wie viel das kostet? Ja, wenn die Grünen natürlich jetzt die bestehenden Kraftwerke zerstören. Sie sind Bundeswirtschaftsführer von Deutschland und wollen die Grundlagen der neue nächsten AKW Generation bauen. Wie lange zerstören. Dauert das? Dann haben wir natürlich ein Problem. Wie lange aber das dauert müssen das? Die Grünen eigentlich nicht machen. Wir hätten die Kernkraftwerke noch da. Das heißt, Herr Kutte, nur mal ganz kurz. Also, Sie würden in Ihrem Wahlkreis, würden Sie einen AKW hinstellen? Na, selbstverständlich. Würden Sie machen? Ja, natürlich. Okay, gut, dass wir das mal so sauber rausgearbeitet haben. Ohne Endlager? Weil es kein Problem mehr gibt. Oder mit dem Endlager dann im Hinterhof? Oder wo wäre das? Die Frage stellt sich nicht mehr. Das sind Reststoffe, die dann verwertet werden können. Und diese 300 Jahre, die jetzt dann, Mini-AKW, die dann In Rede stehen, die kann man dann durchaus am AKW, so wie es jetzt ist. Das ist doch alles Zukunftsmusik. Kein Mensch weiß doch wirklich, was wir mit dem Atommüll anfangen sollen. Ja, uns ist seit Jahrzehnten, seit Beginn der zivilen Nutzung der Atomkraft, ist uns erzählt worden, Die Forschung wird schon etwas finden. Wir haben bis heute nichts gefunden. Wir können sogar Thorium verbrennen. Hören Sie auf, hier immer irgendwelche Dinge in den Raum zu stellen, die in keiner Weise irgendeine wissenschaftliche Basis haben. Aber man forscht dran, das ist richtig. Aber es gibt bisher keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Und das nicht durcheinander, nicht durcheinander. Gut, nicht durcheinander, bitte. Sie sagten gerade, Kernenergie sei so wahnsinnig billig. Stimmt natürlich nicht. Doch. Nein. Kernenergie ist sehr, sehr teuer. Nein. Der ganze, der ganze Bereich der Atomenergie in Frankreich. Einmal, der immer ein Mahner an die Menschenrechte war, sich jetzt auf einmal jetzt, mit diesen Leuten jetzt auseinandersetzen musste. Und da kriegen Sie noch ganz andere Probleme, wenn Sie mit Ihrer Respektlosigkeit gegenüber dem Propaganda Islam ist und gegenüber Stichwort. Der Muslime, Propaganda ist da kriegen super Stichwort. Sie noch ganz andere Stimmt Probleme. Gar nicht. Wir reisen überall in die Welt rum, genau wie andere Politiker, und werden dort genauso empfangen und manchmal sogar herzlicher. Herr Kotré, tut mir leid, wenn Herr ihr in Syrien, da was ja, stimmt, das hatte ich vergessen. In Syrien werden Sie immer sehr herzlich empfangen. In Vietnam, in Japan. Ich sprach jetzt von islamischen Staaten, aber in Syrien Ägypten. Werden Nehmen Freunde Sie Putins, meinen Sie, sehr in herzlich empfangen von Assad, das meinen Sie? Ja. Propaganda ist gerade als Stichwort gefallen, Herr Kotré. Propaganda ist gerade als Stichwort gefallen. Wissen Sie, wann Sie uns das erste Mal aufgefallen sind? Wie war der Ablauf der Sendung? Es waren zu Gast Mojib Latif, Melanie Ammann und Steffen Kotré, also insgesamt 4 Leute. Und der erste Teil der Sendung bestand darin, dass Markus Lanz versucht hat, ein bestehendes Narrativ zu stärken und wenn noch nicht ganz vorhanden, es für die neuen Zuschauer aufzubauen. Wahrscheinlich für Jugendliche. Es wurde erstmal nur Mojib Latif befragt, der als neutraler Klimawissenschaftler dargestellt wurde. Also als die neutrale Instanz Wissenschaft. Er machte folgende Punkte. Die Modellberechnungen einer katastrophalen Erwärmung, sie haben immer gestimmt. Das heißt, die Klimawissenschaft, die ist seriös, sie hat immer recht gehabt. An dem Kohlendioxidproblem, dass also Kohlendioxid für eine rasant beschleunigende Erderwärmung verantwortlich ist, die beispiellos ist, die
auch gemeingefährlich ist, die unbedingt abgewendet werden muss. Daran besteht kein Zweifel. Und der dritte Punkt, die deutsche Politik war gut. Die Förderung der erneuerbaren Energien hat dafür gesorgt, dass die Solarenergie billig ist und dass überall auf der Welt jetzt Energie gespart wird und die Welt gerettet wird. Außerdem wurde das Narrativ bekräftigt, dass alle Wissenschaftler der gleichen Meinung sind, wie er sie jetzt hier vertritt und dass alle diejenigen, die was anderes sagen, dass es unbedeutende Außenseiter sind. Danach wurde Steffen Cotré sozusagen zur Rede gestellt. Wie er dazu kommen würde, jetzt nicht entsprechend dem neutralen wissenschaftlichen Narrativ, diesen Darstellungen, die ja ganz logisch sind, warum die AfD so eine Sonderrolle einnimmt und wie er dazu kommt, jetzt das nicht zu unterstützen und das überhaupt in Frage zu stellen. Es wurde versucht, ihn als Populisten hinzustellen, der um Wählerstimmen abzugreifen, eine Position vertritt, die scheinbar angenehm ist. Melanie Ammann war noch dafür da, sozusagen eine neutrale Sicht auf die AfD darzustellen. Im Endeffekt ging es darum, dass er so Mujib Latif noch ein bisschen Schützenhilfe hatte. Und ein allgemeiner Konsens dargestellt wurde, dass die AfD schlecht ist. Wie viel Erfolg hatten sie nun? Zunächst war es ein Punkterfolg für Markus Lanz, dass Mujib Latif ungestört sein Narrativ vortragen konnte. Es ist natürlich so, Steffen Cotré wollte nicht unhöflich wirken, deswegen hat er nicht unterbrochen. Aber ein Problem ist, dass wenn Latif diese Aussagen machen kann, ungestört, ein Schweigen, ein Nichtssagen dazu, wenn eine Zustimmung gewertet wird. Natürlich, Steffen Cotré stimmt nicht zu, aber wenn er nicht widerspricht, ob er das will oder nicht, es wird wie eine Zustimmung gewertet. Und vor allem das Problem ist, wenn es gesagt wird, es kommt ins Gehirn der Zuschauer. Das heißt, das Narrativ wird erstmal in eine Richtung gelenkt. Aus meiner Sicht, Steffen Cotré wollte natürlich keinen Fehler machen. Er wollte nicht unhöflich wirken. Er wollte einen gepflegten Eindruck machen, was ihm aus meiner Sicht auch sehr gut gelungen ist. Aber er hätte hier an manchen Stellen unterbrechen müssen. Nur kurz. Er hätte einfach nur klar machen sollen, aus meiner Sicht, dass er widerspricht. Das ist ganz wichtig. Natürlich, die Leute können schon annehmen, dass die AfD eine andere Position hat. Aber wichtig ist auch sachlich konkret bei einzelnen Punkten zu widersprechen. Und das sind vor allen Dingen die Ausführungen zu CO2, auch zu Mars, Venus und Erde, dieser Vergleich. Und vor allen Dingen auch die Klimamodelle. Da hätte er sagen müssen, nein, das ist falsch, die Klimamodelle, sie waren nicht richtig. Und sie haben das nicht richtig vorhergesagt. Und jetzt kommt Mujib Latif mit einem Trick. Er benutzt sehr oft die Vokabel genau und die Faust aufs Auge. Es war wie die Faust aufs Auge richtig. Und er hat auch Anfang der 2000er, in 2000 hat er gesagt, es wird keine harten Winter mehr geben wie früher. Und jetzt hat Steffen Cotré, es gab ein Interview beim Deutschlandkurier, da hat Steffen Cotré gesagt, ja gut, ich habe jetzt dieses Zitat nicht angegriffen von ihm, ich habe es nicht gebracht, weil man könnte ja sagen, okay, jetzt in den 80ern, die Winter, tatsächlich, wir hatten jetzt keinen Winter, der so hart war wie der in den 80ern. Der Trick aber ist jetzt hier, die Botschaft, die beim Zuschauer ankommt, das ist das Entscheidende. Die ist, es wird keine kalten und schneereichen Winter mehr geben. Und es war Anfang der 2000er Jahre. In den 90er Jahren gab es eine Serie von Mildwintern. Unter diesem Eindruck hat Latif 2000 gesagt, es wird jetzt einfach so weitergehen. Wir werden keinen Schnee mehr haben, keine kalten Winter mehr haben. Und es wird mehr Westwind geben. Weil die 90er Jahre, es waren sehr westwindreiche Jahre. Und dann war da die Aussage von den Klimaforschern, es wird mehr Westwind geben. Und es wird weniger Schnee geben, es wird keinen Schnee mehr geben, keine Kälte geben. Es gab dann in den 2000er Jahren aber sehr wohl sehr kalte Winter mit viel Schnee und viel Kälte. Vielleicht nicht ganz so kalt wie in den 80ern, aber es gab sehr viel Kälte, sehr viel Schnee. Auch in vergleichsweise milden Teilen wie dem Oberrheingraben. Mannheim hatte 2002 über Wochen 20 cm Schnee. 2001 auf 2002 gab es über lange Zeit über 15 cm Schnee. 2006 gab es auch ein großes Schneefallereignis, es gab viel Kälte. Also die Winter waren deutlich schneereicher und kälter als in den 90ern. Und teilweise auch wirklich sehr kalt. Mujib Latif wird jetzt sagen, okay, ja, ich habe ja gesagt, wie früher ist die Winter, ich habe recht gehabt. Die Winter sind nicht mehr so kalt wie früher. Aber das Entscheidende ist die Suggestion. Die Suggestion ist eindeutig die, aus dem Zitat, dass es keine kalten und schneereichen Winter mehr gibt. Und genau das hätte Cotré hier beleuchten können. Er muss sich diesen Schuh nicht anziehen, wenn man sich anguckt, wie mit Aussagen der AfD umgegangen wird. Da wird der Interpretationsspielraum immer möglichst negativ ausgenutzt. Es ist ja ganz entscheidend, wie wird etwas formuliert.
Und das ist natürlich Panikmache. Und das ist auch eine unhaltbare Aussage. Auch für Wissenschaftler so einen Interpretationsspielraum zu lassen, sich nicht präzise zu äußern, das zeigt das Zeug von Aktivismus und nicht, dass es um eine sachliche Darstellung geht. Und genau das hätte Steffen Cotré beleuchten können. Er hätte sagen können, Sie haben in einem Nebensatz gesagt, wie früher, aber die Leute verstehen, keine kalten, keine schneereichen Winter mehr. Und da lagen Sie im Jahr 2000 vollkommen falsch. Es gab sehr wohl noch kalte und schneereiche Winter. Und das spielt jetzt auch keine Rolle, dass Sie nicht mehr so kalt war wie in den 80ern. Und jetzt bleibt Steffen Cotré dabei. Er lässt jetzt hier nicht locker. Er nagelt ihn hier fest. Warum haben Sie sich so geäußert? Warum so und nicht anders? Und wie können Sie sagen, dass die Klimamodelle stimmen? Sie können auch einem Kindergartenkind ein Lineal geben und einen bestehenden Trend, eine Linie zeigen, das fortführen. Ungefähr das ist das Gleiche, wenn man sagt, die Klimamodelle haben gestimmt. Also auch hier hätte Steffen Cotré in der Täuschung überführen können. Weil die Aussage natürlich nicht außenreichend ist. Die Modelle haben es vielleicht gesagt, es wird wärmer. Aber das ist keine Kunst. Wenn ein bestehender Trend vorhanden ist, dann kann jedes Kindergartenkind kann sagen, wenn der Trend so weitergeht, dann wird es wärmer. Das ist eine Nullleistung. Und genau das hätte Steffen Cotré auch klar machen können, dass diese Modelle, dass sie eine Spielerei sind, dass sie unpräzise sind, dass sie um Größenordnungen falsch gelegen haben, dass sie Katastrophenszenarien vorhergesehen haben, die nicht eingetreten sind. Und auch hier entlässt er ihn nicht. Es war in der Sendung hier so gewesen, dass es Aussage gegen Aussage war. Und aus meiner Sicht, Steffen Cotré wollte höflich bleiben und er ist auch ruhig geblieben. Es war eine ganz große Kunst aus meiner Sicht, dass er nicht fahrig geworden ist, wie beispielsweise früher Bernd Lucke. Das hat er perfekt gemacht, das ist auch eine Riesenleistung. Man muss bedenken, in so einer Situation so die Ruhe zu bewahren und so stoisch bei seinem Punkt zu bleiben, diese Nervenstärke muss man erstmal aufbringen. Aber er hätte hier noch mehr machen können. Er hätte hier mehr auf Angriff gehen können. Weil zunächst einmal muss man sich klar machen, ist es wichtig, mit welcher Einstellung man in die Sendung geht. Also Steffen Cotré ist bestimmt nicht naiv in die Sendung gegangen. Aber ich denke, insgesamt bei der AfD herrscht immer noch eine Fehlvorstellung über die Medien. Man denkt immer noch, wir sind eigentlich in der Demokratie und die Medien, die sind halt irgendwie links verseucht, die haben einen linken Bias. Aber tatsächlich ist die Situation eine ganz andere. Freie, große Medien gab es wahrscheinlich nie. Sondern es gab immer bestimmte Narrative, wo die großen Medien ein Kartell gebildet haben. Und das seit 200 Jahren in den USA angefangen. Und dieses System wurde aus den USA dann zu uns importiert, kann man sagen. Auch in den USA, wenn es darum ging, Kriege anzufangen, beispielsweise gegen Spanien oder gegen Mexiko, da wurden wichtige Fakten von den großen Medien kollektiv ausgeschwiegen, um die Bevölkerung in die richtige Richtung zu lenken, sodass im Kongress es die Zustimmung gab für Kriege. Aus meiner Sicht ist es deswegen auch ganz wichtig, über die Geschichte der USA aufzuklären und vor allen Dingen auch über Vorkommnisse wie Pearl Harbor, den Kennedy-Mord, Kuba und vor allem auch 9-11. 9-11 oder auch die Mondlandung. Es ist ganz wichtig, das darzustellen und das haben viele auch in der AfD, ich bis vor kurzem habe das auch nicht gewusst, sowohl 9-11 als auch Mondlandung, dass die großen Medien hier getäuscht haben und das eigentlich ungefähr so wahrscheinlich ist wie der Weihnachtsmann, dass ein Mensch in den 60er Jahren auf dem Mond war oder in den 70ern. Ich verlinke gute Videos zu den Themen, aber es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um die Medien zu verstehen. Um zu verstehen, dass es freie, freie, große Medien nicht geben kann, wenn man sich das anschaut. Wie die US-Regierung, wie die Negativeliten, kann man sie nennen, wie sie es schaffen, die Medien genau auf Linie zu bringen, das wissen wir nicht. Aber wir können feststellen, dass es so sein muss. Auch jetzt in der Ukraine. Die großen Medien bilden das totale Informationskartell. Von den verbrecherischen Vorkommnissen in der Ostukraine wird nichts berichtet. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Von Zitaten wie deren Kinder werden im Bunker leben von Peter Poroschenko aus dem Jahr 2014, das wird hier kollektiv ausgeschwiegen. Niemand greift es aus oder man kann es auch bei Corona sehen. Bei der Corona-Demonstration, wie die Faktenchecker, wie sie die Teilnehmerzahl kleingeredet haben, Falschfotos verwendet haben und niemand das aufgreift. Oder auch in Mariupol, eine Zivilistin wird vom Spiegel interviewt, der Spiegel verfälscht die Aussagen um 180 Grad.
Er nimmt das nachher zurück. Kein großes Medium hier greift das auf. Das heißt, man muss verstehen, man arbeitet hier gegen ein Informationskartell. Auch und gerade die Öffentlich-Rechtlichen. Und genauso muss jetzt die Sendung auch gesehen werden. Die Sendung, es ist kein neutraler Moderator oder irgendwie auch nicht ein Moderator mit dem linken Bias, mit dem linksgrünen Bias, der irgendwie ein bisschen doof ist, sondern diese Sendung, die hat eine klare Aufgabe, und zwar die Bevölkerung zu manipulieren, sie zu täuschen, sie in eine gewisse Richtung zu bringen, wie es bestimmte Negativeliten, so kann man sie gut nennen, wie sie es wollen. Das muss man verstehen. So ist die Sendung aufgebaut und Steffen Kotri wurde nicht eingeladen, damit die AfD sich äußern kann. Sondern Steffen Kotri wurde eingeladen, damit er hier abserviert werden kann, dass er fertig gemacht werden kann und dass die Neugierde an der AfD, dass sie eingedämmt wird bei den Leuten. Und die Leute sollen das Gefühl haben, wir wissen jetzt alles. Wir haben jetzt die AfD gesehen, jetzt müssen wir uns nicht mehr interessieren. Das ist die strategische Erwägung, weshalb Markus Lanz Steffen Kotri eingeladen hat. Die Öffentlich-Rechtlichen und die großen Medien sehen das Problem. Es wird immer offensichtlicher, dass die AfD ausgegrenzt wird, dass sie nicht zu Wort kommt. Und dann wirken die Medien feige. Naja, die AfDler, sie haben es hin bei 18%, aber sie werden nicht eingeladen. Die großen Medien, sie sind zu feige, sie können sich der AfD nicht stellen. Die AfDler haben die besseren Argumente. Und da darf Steffen Kotri oder auch alle möglichen AfDler dürfen sich nicht davon täuschen lassen, dass sie nett behandelt werden vor und nach der Sendung. Wie Steffen Kotri es beschrieben hat, dass das professionell war und man dann auch nett irgendwie mit dem Regisseur gesprochen hat und so weiter und so fort. Sondern die Agenda ist knallhart. Es geht um die Zerstörung alternativer Positionen. Und solange die AfD bei diesen Positionen bleibt, geht es um die Zerstörung der AfD. Solange die AfD nicht eingehegt werden kann, soll sie zerstört werden. Es steht jetzt in diesen Sendungen Aussage gegen Aussage. Wenn jetzt Mojib Latif seine Aussagen etablieren kann, wenn er sie durchbringen kann, dann ist die AfD zerstört, dann ist Steffen Kotri zerstört. Das heißt, er muss jetzt diese Position angreifen. Und vor allen Dingen muss er auch, sehr viel wichtiger ist es auch, Mojib Latif anzugreifen, die Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Und auch den Leuten ein Motiv zu geben, eine Möglichkeit für ein Motiv zu geben, warum Mojib Latif das macht. Und dabei reicht es, Möglichkeiten in den Raum zu stellen. Er muss nicht sagen, es ist so, sondern er kann sagen, es gibt die und die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es so ist. Weil die Leute brauchen immer eine Erklärung. Die Leute können nicht verstehen, Mojib Latif, warum sollte er lügen? Es gibt doch gar keinen Grund, er ist Wissenschaftler, er kann doch einfach die Wahrheit sagen. Es gibt doch gar keinen Grund für ihn zu lügen. Oder auch, warum sollte Markus Lanz täuschen? Er ist doch ein Moderator, warum hat er doch gar nicht nötig? Müsste er doch gar nicht machen. Das verstehen die Leute nicht. Und dann denken sie, okay, ja, wenn er nicht lügen sollte, dann warum soll ich das groß hinterfragen? Wenn alle sagen, wenn Mojib Latif das sagt, wenn Markus Lanz das sagt, wenn alle das sagen, sie haben doch gar keinen Grund zu lügen. Also warum? Also glaube ich ihnen einfach. Deswegen ist es ganz wichtig, den Leuten ein Motiv zu geben, ihnen Erklärungsmöglichkeiten zu geben, warum Markus Lanz und warum Mojib Latif, warum Melanie Ammann, warum sie ein Kartell bilden und warum sie täuschen. Und da gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten, die man in den Raum stellen kann, ohne zu sagen, ich weiß jetzt genau, dass es so ist, weil das wissen wir nicht genau. Und die erste Möglichkeit ist Einfluss aus dem Ausland. Und das kann man jetzt belegen, die Zitate gibt es, dass wichtige Geostrategen in den USA haben immer formuliert, es geht darum, Eurasien zu spalten, zu schwächen. Beim Thema Klima geht es auch darum, Deutschland zu schwächen. Das heißt, die USA haben, Geostrategen haben formuliert, es ist Ziel, Deutschland zu schwächen. Es fällt jetzt, die UdSSR ist weggefallen seit den 90er Jahren. Das heißt, es gibt jetzt keinen Grund mehr, Deutschland gegen die UdSSR aufzubauen. Er kann sagen, das ist eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen werden kann. Die zweite Möglichkeit ist die, dass es moralische Erwägungen sind. Dass man sagt, okay, es kann jetzt nicht sein, dass die Menschheit die ganzen Rohstoffe auf einmal verschwendet. Wir müssen jetzt den Leuten Angst machen, damit die Leute sparsam sind. Wenn man jetzt den Leuten sagt, denen jetzt nicht Angst macht, sondern nur sagt, ja gut, wenn wir es jetzt verbrauchen, dann haben wir es später nicht mehr, dass dann die Leute nicht reagieren. Also auch große Kreise sich verabreden, das so zu machen. Und außerdem braucht man das Öl fürs Militär. Es ist also gut, wenn die Leute weniger Öl verbrauchen, weil es gibt keine E-Panzer und noch keine E-Flugzeuge. Das kann man auch, ist auch relativ naheliegend und logisch. Und auch hier muss man sagen, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Welche Rolle das am Ende spielt, ich kann das nicht durchschauen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die Leute können sich das dann schon selber überlegen. Aber wichtig ist, dass man diesen Denkanstoß gibt. Dass die Leute
überhaupt anfangen, in diese Richtung zu denken. Das ist das Entscheidende. Man muss nicht sagen, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich sage es jetzt genau, wie es ist. Das will auch keiner hören, das ist auch nicht überzeugend. Sondern überzeugend sind Ideen, worüber die Leute nachdenken können. Und da muss man die Leute überhaupt erstmal auf die Fährte bringen, über etwas nachzudenken. Und da muss man sich nicht aufs Fenster legen zu sagen, ich kann jetzt sicher sagen, dass es so ist, ich weiß es nicht. Ich frage es mich auch, ich weiß auch nicht, warum es so ist. Aber das sind Erklärungsmöglichkeiten. Und dafür gibt es auch die und die konkreten Hinweise. Und der hat das und das auf jeden Fall gesagt. Und das ist unzweifelhaft, dass das gesagt wurde und dass das gedacht wurde. Dass in den USA mit der Schwächung von Europa, der Spaltung Eurasiens, dass es auf jeden Fall gedacht wird und seit 200 Jahren gedacht wird. Auch in England. Und um jetzt die Glaubwürdigkeit von Latif und Markus Lanz in Zweifel zu ziehen, kann man sie jetzt bei diesen Aussagen festnageln. Und da kann man jetzt bei diesen 20 Jahren, bei diesem Zitat bleiben. Und dann auch dann die Frage stellen, warum Markus Lanz, ja Sie, es wäre doch jetzt Ihre Aufgabe gewesen, das kritisch zu beleuchten, warum muss ich das machen? Sie lassen hier Mojib Latif die ganze Zeit ununterbrochen reden, machen keine kritischen Einwände und ich muss das jetzt machen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Ist doch vollkommen offensichtlich mit den Modellen, dass die Modelle unglaubwürdig sind, dass sie vollkommen falsch gelegen waren. Und die sind jetzt nicht eingeschritten, als Latif behauptet hat, die Modelle, sie wären glaubwürdig gewesen. Man kann natürlich auch erläutern, warum solche Modelle nicht funktionieren können. Das kann man am Beispiel der Albedo machen, am Schnee. Wie viel Schnee auf der Welt fällt, hängt ja ab von Wetterlagen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise viele Westwetterlagen haben in Europa, dann taut der Schnee, das heißt, dann wird weniger Sonnenlicht reflektiert. Wenn wir jetzt aber keine Westwetterlagen haben, dann haben wir mehr Schnee, dann wird mehr Sonnenlicht reflektiert, wie es in den 2000ern der Fall war. So, wir haben die Albedo als Faktor für die Klimaerwärmung, die aber abhängig ist vom Wetter. Das Wetter hängt aber wieder davon ab, von der Klimaerwärmung, weil es wurde in den 90ern wurde gesagt, es gibt mehr Westwetterlagen, aber in den 2000ern ist man dann umgeschwenkt und hat gesagt, es gibt weniger Westwetterlagen, weil in der Arktis ist die Temperaturerwärmung besonders stark und da wird der Temperaturkontrast zum Äquator geringer. Das heißt, wir haben weniger Westwetterlagen oder weniger starke Westwetterlagen. Demzufolge können sich mehr kontinentale Lagen halten. Dadurch fällt mehr Schnee. Aber man kann natürlich nicht genau vorhersehen, man kann das Wetter 2 Tage vorhersehen. Es ist aber notwendig, das Wetter unbegrenzt vorherzusagen, damit man abschätzen kann, wie viel Schnee es im Winter gibt. Weil man eben dadurch kann man sagen, wie viel Sonnenlicht reflektiert wird. Und dieser Punkt mit der Albedo, der abhängig ist von der Wetterlage, die man dann auch vorausberechnen muss, das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen. Ich glaube, so kann man den Leuten gut erklären, warum Klimamodelle, warum das nicht möglich ist, mit Klimamodellen seriös irgendwelche Vorhersagen zu machen. Sondern dass dann die Modelle per Hand überall an allen Ecken und Kanten so eingestellt werden, dass dann das Ergebnis rauskommt, das man sich vorstellt. Dass es nicht mehr ist als das. Es ist immer am besten, wenn man den Leuten ein Sachverhalt richtig erklären kann. Man nicht sagt, die einen Wissenschaftler, die anderen Wissenschaftler, sondern dass man mit einem plastischen Beispiel, wie hier mit der Albedo, man den Leuten sowas erklären kann. Und wenn man diese Erklärung gegeben hat, dann kann man natürlich auch erst recht erklären, wie absurd es ist, auf dem Mars oder auf der Venus das Klima zu modellieren. Auch ein wichtiger Punkt war, dass Latif behauptet hat, man könne das Klima in die Vergangenheit zurückberechnen. Aus meiner Sicht hätte Steffen Gautry auch stärker widersprechen sollen. Und dann will Latif sich wahrscheinlich wieder darauf zurückziehen, dass er den ungefähren Trend zurückbrechen kann. Dann kann er sagen, ja, auch in dem ungefähren Trend, das kann jedes Kindergartenkind, da braucht man keine Milliarden, keine Millionen, da braucht man kein Modell. Aber da hätte Steffen Gautry mehr Mut haben müssen. Und diesen Mut hätte er wahrscheinlich auch gehabt, wenn er die Rolle von Latif verstanden hätte. Und wenn man für sich selbst verstanden hat, dass es hier eine Täuschungsveranstaltung ist. Und dieser Mensch, dieser Latif, was ist das für ein Mensch? Ist das wirklich ein Wissenschaftler oder ist es ein Propagandist? Wenn man dann seine Zitate anschaut, wie er sich geäußert hat, zu Klimamodellen und so weiter, dann muss man dann zu dem Schluss kommen, er verhält sich nicht ehrlich, er hat eine Agenda. Man darf nicht in die Falle gehen, man darf solche Leute nicht als inkompetent darstellen. Latif ist bestimmt intelligent, nur er muss ja nicht die Wahrheit sagen. Es ist einfach ein Trugschluss davon auszugehen, dass Leute redlich sind und wahrhaftig sind. Leute müssen nicht wahrhaftig sein. Leute können sehr schlau sein, können sehr fähig sein, und deswegen müssen sie aber noch lange nicht wahrhaftig sein, deswegen können sie trotzdem täuschen. Das hat auch nichts mit dem linksgrünen Bias zu tun, sondern wenn man täuschen will, dann hat man immer die Möglichkeit, das zu tun. Und die Motive dafür, die muss man natürlich aufzeigen, welche Motive dafür in Frage kommen. Aus meiner Sicht hat sich Steffen Gautry beim Thema Klima, hat er aber sein Frame gehalten und hat bestimmt einige Leute zum Nachdenken gebracht. Und vor allen Dingen Markus Lanz und die anderen, sie wurden immer fahriger. Steffen Gautry ist ruhig geblieben, Markus Lanz und die anderen, sie wurden immer fahriger, weil Steffen Gautry nicht fahrig wurde, sich nicht hat verunsichern lassen. Er bei seinem Narrativ geblieben ist und vor allen Dingen, wenn die Leute dann nachrecherchieren, ist natürlich auch überzeugend.
Er hat ja die Wahrheit auf seiner Seite. Es ist ja für ihn viel einfacher als für die anderen, weil er hat die Wahrheit auf seiner Seite und Lügen haben kurze Beine. Das ist aus meiner Sicht ein Achtungserfolg, wie es bisher kaum jemandem gelungen ist von der AfD bei Markus Lanz. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es jemals einem AfD-Politiker gelungen ist. Deswegen aus meiner Sicht, natürlich hätte man sehr viel machen können und es war auch Steffen Kotrets erster Auftritt, aber das macht sehr viel Hoffnung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.